Peanut, der Film. Ja, natürlich kommt diese Review endlich. Jetzt erstmal ein Story-Umriss. Und zwar verfolgen wir natürlich wie immer Charlie Brown. In diesem Fall kommt ein neues Mädchen in seine Klasse und er verliebt sich natürlich in diese. Ist aber zu schüchtern und zu ängstlich, sie anzusprechen. Und daraus ergibt sich die Story im Grunde. Zur Review damit direkt und auch hier beginnen mit der Story. Im Grunde ist es ein großer Nostalgiefilm. Die Story besteht aus im Grunde drei Teilen, die man alle so in kleinen Episoden hätte packen können. Und die immer so einen Versuch beschreiben, wie er versucht, das Mädchen näher kennenzulernen. Und auch hier verfolgen wir natürlich wieder zwei verschiedene Gruppen. Einmal Charlie Brown und seine Freunde. Und einmal erzählt Snoopy eine Geschichte, oder beziehungsweise schreibt eine Geschichte und wir sehen halt, was ungefähr drin passiert. Wie schon gesagt, ist es größtenteils einfach ein Nostalgiefilm. Wir haben viele, viele alte Anspielungen, wir haben viele alte Witze, wir haben viele, die ganzen alten Charaktere sind da, alles halt. Selbst die alten Sprüche wurden zum Teil sogar fast übernommen. Was ich sehr schön fand, war, dass wir nicht nur die neuen 3D-animierten Figuren gesehen haben, sondern wenn zum Beispiel die Figuren nachgedacht haben oder sich an etwas erinnert haben, was weiter zurückliegt, dann waren das immer die Zeichnungen halt, die Originalzeichnungen, beziehungsweise die Originalform von Charlie Brown. Zur Animation muss ich auf jeden Fall sagen, dass es eine schöne 3D-Umsetzung der Figuren ist. Der 3D-Effekt in dem Ganzen macht manche Szenen schöner. Bei manchen wird er nicht unbedingt gebraucht, also wenn es schneit, sieht es ziemlich cool aus. Und somit ist das 3D doch schon besser als in den meisten Filmen, die auf 3D erscheinen. Und es kommt mir auch so vor, als hätte der Film einfach weniger Frames die Sekunde. Dass er also nicht mit 24 läuft, sondern vielleicht mit 15 oder 16, was halt wirklich einen alten Flair, sag ich mal, rüberbringt. Im Großen und Ganzen ist dies erstmal eine sehr kurze Review. Aber um nochmal diese Nostalgie anzusprechen, der Film dreht sich einfach darum. Es sind Witze dabei, die wir schon kennen und die ältere Leute halt kennen und lieben. Ob die ganzen Witze für die jüngere Generation dann noch geeignet sind, weiß ich nicht unbedingt. Es ist auf jeden Fall ein schönes Tribut an die Figuren von Charles Schulz. Im Großen und Ganzen aber nichts Originelles, also nichts Neues, sondern wirklich nur so eine Auffrischung. Vielleicht mal den neuen Kindern das zeigen. Aber ob das Franchise einfach wieder anstößt, weiß ich nicht so ganz. Und damit schon unterm Strich gesehen, ist Peanuts der Film eine super Umsetzung des Originals in eine 3D-Variante, welcher für Fans eine Anreihung von Nostalgie-Clips ist, sag ich mal, und für Kinder momentan eine schöne Unterhaltung ist, aber auch nicht viel mehr. Solltet ihr den gucken? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Fans des Originals seid. Ja, wenn ihr Kinder habt, dann geht mit denen rein. Das ist eine schöne Unterhaltung für einen Sonntagnachmittag oder so. Oder wenn ihr einfach mal euch 90 Minuten entspannt in einen schönen Kinositz setzen möchtet und einfach mal die Welt vergessen möchtet. Kaufen werde ich mir den jetzt persönlich nicht. Fans der Serie werden das mit Sicherheit tun. Dann bedanke ich mich natürlich bei euch wie immer fürs Angucken. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet. Dauert keine 2 Sekunden, ihr müsst einfach nur mal eben kurz draufklicken. Würde mir echt weiterhelfen. Und natürlich wie immer gibt es hier mal letzten 2 Videos, sowie die Links zu selbigen unten in der Videobeschreibung. Oder auf diesen lustigen i-Knöpfchen da. Versucht die mal öfter zu verwenden. Und dann bleibe nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und allons-y!